Good morning in the morning. Good morning in the morning. Kaffeewasser läuft durch. Man höre. New Jersey für Texas. Riecht ein bisschen komisch die Tasse, aber der Becher. Aber egal. Wenn da Kaffee drin ist, dann riecht man das nicht mehr. Kaffeeklecke. Renne ich hier mit einer offenen Hose rum? Na sag mal, Hocke. Kleiner Schlawiner. Hätte ja auch ein Stück. Hätte ja auch ein Stück Kuchen da. Ich hab da mal ein Stück Kuchen gefunden. Zwei Stücken Kuchen sozusagen. Pass auf. Schön auf. Schön auf. Ja, jetzt sind die Leute total unwichtig. Jetzt ist der Kuchen wichtig. Ist noch ein Truck hinter mir, der fährt auch nach Texas mit Generatoren. Na, wir brauchen die Dinger da jetzt da unten. Ne? So, jetzt geht's gleich weiter. Nein, bleib an. Wir turnen nicht auf. Ja, 30 Minuten rum. Kaffee gemacht, schnell. So, schnell noch einen Kaffee gemacht und jetzt setz dich mal hin, Schnecki. Mama, sitz da. Hältst du deinen Schwanz in der Kamera? Mama, sitz. Bitte, Raupe. So. Weiter geht's. Noch ein paar Stündchen. Ich kann leider nur diese Kameraposition jetzt nutzen, all die Weile. All die Weile. Mein anderer Halter, den ich hier vorne mal dran geklemmt habe, ja kaputt gebrochen ist. So, 7 Stunden haben wir noch. 7 Stunden müssen wir noch in die Jägen rumdüsen. Mal mein Navi, die mich das jetzt führen will. Soll jetzt rechts rumfahren. Ja, das mache ich natürlich nicht, weil bekloppt. Oder? Naja, manchmal schon. Fahr jetzt links rum, weil da muss ich nämlich auf die Autobahn. Ich weiß nicht, warum die mich jetzt hier rechts rumschickt. So unfassbar, ey. Da soll ich langfahren. Und jetzt ein Knall, die Alte. Ah. Och, guck an. In 300 feet, take the entrance to the right on I-81 South. Ja. Mann, ist das ein Wetter, ey. Alter Falter. Na dann. Meine Fresse, ey, ist das eine Grütze hier. Da ja meine gekauften Rückleuchten, also ich hatte ja neue Rückleuchten gekauft, die sind aber so hell, dass das dunkle Licht von den Rückleuchten so extrem hell ist, dass das helle Licht von den Blinkern und Stopplicht eigentlich kaum zu sehen ist.
Und deswegen musste ich die rausnehmen, weil, wie gesagt, die waren einfach zu hell. Und die wären jetzt optimal bei dem Wetter, ne? Dass man die, also die würdest du jetzt auf jeden Fall sehen in dieser Entfernung, wo die anderen Autos halt sind. Die seht ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber gut. Nimmst du auch auf? Ja. Und, upsie. Ja. Als Nebelschlussleuchten könnte man die sich noch einbauen. Naja, mal sehen. Erstmal nicht. Aber wäre schon eine Maßnahme, wa? Ja, noch schnell ein Käffchen gemacht. Aber der Teppich, der ist genial, ne? Der ist echt genial. Du siehst eigentlich kaum Dreck auf diesem Teppich. Und werde da mal jetzt durchsaugen müssen. Weil Sherry ihre Hundehaare da wegsaugen. Aber ansonsten tippitoppi. So, wenn du mal kleckerst oder so, lässt sich super wegreiben. Einwandfrei. Und billig, ne? Also preisgünstig. Auf jeden Fall bei meinem nächsten Tankstop DEF tanken, also AdBlue bei euch. Und das wird aber erst morgen sein. Heute nicht mehr. Noch 7 Stunden jetzt dazu fahren. Muss mal gucken, denke mal, vielleicht ja, Tennessee. Ich weiß gar nicht, wie schick die mich denn jetzt überhaupt? 40 Knoxville und dann? Knoxville und dann, ach so, Richtung Birmingham, Chattanooga und dann die 20 für 59 runter. Ah, ja, verstehe, alles klar. Ja, das hatten wir vorhin ja auch auf der Karte angeguckt. 75 Süd. Alles klar, ja. Und dann die 10. Also durch Alabama durch, Jackson, Mississippi und ja, bis Alabama kommen wir heute noch. Mal sehen. Ja, und wir überholen mich schon wieder alle. Fahr 65, 110, knapp 110 km/h. Ah, damn, put over here and slam on the damn brake. Ja. Ja, bei so einem Wetter siehst du dann auch, aber die Leute, weil sie halt die Geschwindigkeit einfach nicht einschätzen können oder einfach zu schnell fahren, dann irgendwo hier im Straßengraben liegen. Ne? Und. Aber da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Also 65, fahre jetzt 67, 67, 68. Ja. Denk mal schnell hier noch. Meilen die Stunde. Das sind 110 km/h jetzt. Und wer da immer noch meint, ist zu langsam, weil sie mich alle überholen, der soll die Schnauze halten. Ganz einfach. Da vorne bremsen schon wieder wie die Bekloppten. Seht ihr aber nicht. Naja. Oh. Ich habe jetzt erstmal noch schnell zwischendurch 6 Spritzkuchen verdrückt. Von Dunkin' Donuts. 6 Stück. Ja, ist ja nichts. So, hier noch gelabert. Machen wir ein bisschen Musik an, ne? How do we end up here in the corner? Looking like enemies. We used to be the team, people talk about what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so numb. Well, we enemies. No, you don't mind the way.
gerade die Musik ausmachen. Irgendwas wollte ich sagen, jetzt habe ich es vergessen. Scheiße, mach nochmal Musik an. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Dienstag, den 1. September. Oh, 1. September ist heute. Immer noch auf dem Weg nach Texas. Haben wir gestern geladen in New Jersey. Sind jetzt in Tennessee. Und habe noch 820 Meilen. Heute früh natürlich eine Stunde verschlafen. Hey, dachte mir, naja, wenn du erst um 7 losfahren brauchst oder kannst, dann brauchst du den Wecker nicht stellen, bist du eh immer um 5 oder so wach. Ja, denkst du. Alte Schneckentier, das hat mich auch nicht geweckt. Naja, dumm gelaufen. Gerade bei dieser Tour, wo ich mir wirklich nicht leisten kann, eine Stunde irgendwie rumzubummeln. Naja, aber ich denke mal, passt trotzdem. Ja, bin gerade dabei, eventuell eine andere Ladung, eine neue Ladung an Land zu ziehen, die nach South Carolina geht. Ich hoffe, dass es klappt. Und dann werde ich eventuell am Wochenende zu Hause sein. Mal gucken. Ja, ist ein bisschen bedeckt hier heute, sehr angenehm. Temperatur ist auch, ja, Temperatur ist, so lala, ne? Das könnte ein bisschen kühler sein, sagen wir mal so. Aber gut. It is what it is. Verstehst du? Einen wunderschönen guten Morgen aus Texas. Wir sind jetzt hier bei Sunbelt Rentals und warten, dass wir dran sind. Noch so einige Trucks vor mir. Bin extra früh losgefahren. Wir haben es jetzt 6.58 Uhr und warten, dass wir hier abladen können. Ja, stehe jetzt im Prinzip mitten auf der Straße. Zeige euch mal. Zeige euch auch mal die Ladung, ne? Habt ihr auch noch nicht gesehen. So sieht das Ganze aus hier. Stehen jetzt hier alle. Und ja, und hier ist die Ladung. Generator mal angemacht. Dann brauche ich den Truck nicht laufen lassen die ganze Zeit. Ja, drei Generatoren. 10.000 Pfund pro Generator. Und davon haben wir drei Stück. Ja, die jetzt abladen. Und dann geht's wieder zurück Richtung Louisiana. Da hole ich morgen früh eine Ladung ab und die geht nach South Carolina. Und da wir Montag Feiertag haben, Montag ist Labor Day. Montag ist Labor Day und da werde ich übers Wochenende nach Hause fahren. Mal gucken, ob hier kein Auto kommt.
Hallo Sherry, sag mal guten Morgen zu den Leuten. Morgen. Niki. So, hast du gedacht, kannst du ein bisschen länger schlafen? Ne? Denkst du? Ja, Klimaanlage läuft, Schlauch hängt aus. Also, alles da. Ja, ich habe das Bett gemacht heute früh. Da ist eine Socke runtergefallen. Bloß Madame hier, die wühlt dann immer so gerne. Und ja, also ob ich es jetzt mache oder ob ich es nicht mache, im Prinzip spielt das keine Rolle. Aber die sagen wir mal so schön. Genau. Denke mal, dass sie um 7 aufmachen. Es stehen schon einige Trucks drin und zwei stehen hier draußen. Naja. Ah, die in Texas, die fahren ja hier wie die Schweine, ey. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Die fahren wie die, entweder fahren sie total langsam oder total schnell. So ein Zwischending kennen die nicht. So, fertig. Abgeladen. Wir haben es jetzt 9.18 Uhr. Absolut top in meinem Zeitplan gewesen. Also habe auf dem Weg, habe ich glaube ich 2 Stunden gut gemacht. Ja. Und ja gut, da hat es jetzt ein bisschen länger gedauert mit dem Warten, weil da waren eine Menge LKWs, die abgeladen haben. Die kamen von überall her. Also nicht nur aus New Jersey. Da haben jetzt, wo ich rausgefahren bin, glaube ich noch 8, 9 Trucks in der Reihe, die standen die Straße runter und haben gewartet, dass sie abladen können. Sorry wegen der dreckigen Scheibe, aber hier sind Fliegen und Zeug ohne Ende, immer noch. Wir haben es, ja, ist ein bisschen, ist doch nicht ein bisschen. Wir haben es 32 Grad Celsius, glaube ich, früh um 9 Uhr und 10 Minuten. Ist brutal. Wahnsinn. Ja, noch in Texas, wieder auf dem Rückweg nach Louisiana. 85 Meilen. Mein nächster Kunde zum Laden. Und dann geht's nach South Carolina. Ja, ist eine schöne Tour, 900 ein paar zerquetschte Meilen. Dienstag abladen, weil Montag Feiertag ist. Montag ist Labor Day. Und ja, und da werde ich mit Sicherheit dann nicht irgendwo auf dem Truckstop stehen. Ich werde einen kleinen Umweg fahren nach Hause. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil der Abladekunde 3,5 Stunden nur von mir zu Hause entfernt ist. Also reicht, wenn ich da Montag früh, Dienstag früh oder Montagabend, je nachdem, wenn ich eine Ladung finde für Dienstag früh, fahre ich noch Montagabend los. Sollte ich für Dienstag Mittag oder Nachmittag erst eine finden, fahre ich Dienstag früh los. Ja, je nachdem. Ja, allzu viel ist hier jetzt im Moment nicht zu sehen. Vom Hurricane Laura. Unterwegs im Dunkeln vorhin habe ich gesehen, dass einige Bäume umgefallen waren, umgepustet wurden, umgeknickt wurden. Und müssen wir mal sehen, ob wir jetzt unterwegs noch irgendwo was entdecken. Aber hier scheint alles in Ordnung zu sein. Die Autobahn Richtung Richtung Westen, die ist kurz nach meiner Abfahrt, die ich genommen habe hier zum Abladen, gesperrt, die Autobahn. Keine Ahnung warum. Ich schätze mal irgendwelche Bauarbeiten wegen Überschwemmung und so weiter. Mussten alle Fahrzeuge von der Autobahn runterfahren. Und hier schöne Pools. Pools!
close all the curtains. Stay on the phone. We are the monsters holding you still. We are the gallows up on the hill. Answer the question. Is God on your side? We'll be together. Wasser hier im Sherry? Scheiße, muss man einen Schluck Milch trinken. Ich hab einen Brand, ey. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, aber es ist als nächstes. Ja, auf jeden Fall. Erstmal duschen hier, ne? Alter. Ich bin so durchgeschwitzt, ja. Ich habe ein T-Shirt von 2 Tagen an. Och, oh, hast du gepuppt? Ja, wer kann. Wackelst du mit dem Schwanz, wa? Nein, ich doch nicht. Hast du gepuppt? Gehen. Ich habe nicht gepuppt. Du lügst doch.